Hi, servus und willkommen auf meinem Kanal. Normalerweise spielen wir hier Sims 4 Let's Plays, aber eine neue Ära beginnt. Okay. Und deswegen fangen wir jetzt mit dem Let's Play zu Enshrouded an. Ich hoffe, ihr kennt Enshrouded. Wenn nicht, keine Sorge, wir spielen es von Anfang an gemeinsam durch. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Zuschauen. Also zuallererst müssen wir uns natürlich einen Charakter machen. Wie sieht's denn mit ihr hier aus? Oder wen gibt's denn noch alles? Mr. Miyagi. Genau, den nehmen wir. Nein, wir suchen jemanden weiblichen. Natürlich, ich bin ja auch ein Weibchen. Meine Wahl fällt auf diese junge Dame, die ein bisschen grantig reinschaut, aber das ist wurscht. Was geben wir ihr denn für eine Frise? Nehmen wir einfach mal die hier. Haarfarbe schwarz. Bart. Bart? Oh ja, heiß. Nein, wir nehmen natürlich keinen Bart und auch keine Bartfarbe. Ich glaube, wir nehmen die Stimme, oder? Und wir nennen den Charakter natürlich Lunetra. Ich starte jetzt mal in einem privaten Spiel. Vor langer Zeit brachte ein Wanderer dem Volk von Gluttal ein faszinierendes Geschenk. Das Elixier. Es war ein Heilmittel, ein Segen, eine Waffe. Es war einst von den Erbauern verborgen worden, doch nun war seine Kraft freigesetzt. Mit ihm kamen Macht, Misstrauen und die Sehnsucht nach mehr. Die Menschheit grub die Elixierbrunnen und begann, das Land um sich selbst zu zerreißen, um ihren Durst zu stillen. Elixier und Blut, einen Tropfen für einen Tropfen. Doch aus den Tiefen der Brunnen kroch ein unvorhersehbarer Fluch nach Gluttal. Das Miasma, ein ruinöser Nebel, welcher danach lüstete, sich auszubreiten und das Land zu verschlingen. Ihr Untergang war unausweichlich, also schlossen sich die Menschen mit abtrünnigen Erbauern zusammen, um das Flammenblut zu erschaffen. Jetzt ist deine Zeit gekommen. Erwache. Und da steigen wir aus einem komischen Gefäß aus. Also, wir sind jetzt hier in irgendeiner Halle und sind aus diesem Ding hier rausgekommen. Lass uns doch mal hier ein bisschen umschauen. Was gibt's denn hier so? Also gefühlt irgendwie nix. Ich schätze mal, dass wir durch diese Tür gehen müssen. Haben wir denn irgendwie ein Inventar oder so? Ja, was haben wir denn hier? Hier haben wir also die Karte. Wir haben die Flammenstufe 1. Wir haben 0 von 2 aktiven Altären. Überlebende werden hier 5 angezeigt. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was es damit auf sich hat. Hier oben steht die Spieleranzahl. Tagebuch. Tutorial, Geschichten. Das haben wir hier alles noch irgendwie auf 0. Handwerk. Hier werden alle entdeckten Rezepte für diese Handwerkstation gespeichert. Du kannst diese Symbole auswählen, um schnell verschiedene Kategorien zu navigieren. Okay, ich habe noch keine Rezepte gelernt. Ja, das müssen wir ganz schnell ändern. Hier haben wir den Rucksack. Da haben wir natürlich auch nichts drin. Charakter. Okay, da ist natürlich auch alles auf 0 klar. Wir haben zumindest schon mal eine abgenutzte Hose an, die uns aber weder physischen Widerstand noch Magiewiderstand gibt. Alles klar. Und bei Fähigkeit, oh wow, haben wir hier diesen ultra riesigen Skillbaum, den wir im Laufe der Zeit freischalten müssen. Wir müssen uns unbedingt überlegen, was genau wir skillen sollen. Also, wenn ihr das Spiel kennt und einen Tipp für mich habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Bestienmeister hört sich irgendwie cool an. Oder wir machen sowas wie Zauberer. Gute Frage. Okay, dann haben wir hier aber alles durch. Dann gehen wir mal zurück ins Spiel und schauen, was uns hinter dieser Tür erwartet. Die Flammenkrypta. Oh, und hier wird uns irgendwas angezeigt. Du hast zu lange geruht, Flammenblut. Das Gluttal ist untergegangen, verschlungen vom Miasma. Die ewige Flamme ruft nach dir. Finde einen Ort in dieser erloschenen Welt und errichte einen Flammenaltar, um dich vor der Dunkelheit zu schützen. Rezept freigeschaltet, Flammenaltar. Rezept, Rezept. Hier, Handwerk. Wir haben jetzt einen Flammenaltar, vor dem wir uns schützen können. Du kannst innerhalb des markierten Bereichs um den Flammenaltar bauen. Dafür brauchen wir 5 Steine und wir haben natürlich 0. Okay.
Achso, jetzt haben wir auch hier eine Quest. Beanspruche einen Platz für deine Basis. Okay. Und wo sollen wir das jetzt machen? Gucken einfach mal hier nach draußen. Also ich habe ja tatsächlich schon einige Survival-Spiele gespielt. Unter anderem Conan Exiles und ja, Project Zomboid. Okay, das ist jetzt nicht direkt Survival, aber ja doch, obwohl eigentlich schon. Und so weiter und so fort. Oh, hier können wir irgendwas lesen. Über das Flüstern der Flamme. Reines Licht umhüllt das Wissen der Erbauer, schützt es in einem flammenden Kern. Eine Weisheit, die weit über meine eigene Vorstellungskraft hinausreicht. Ich könnte stundenlang ins Feuer starren, nach Antworten suchen, nach einem Flüstern. Aber da ist nichts. Obwohl es eine Stimme hat, spricht es nur zu jenen, die aus der Flamme geboren wurden. Eine Schande. Ich glaube, wir könnten erhellende Gespräche führen. Balthasar. Okay, Balthasar, danke für die Info. Und genau, was ich sagen wollte, von dem her weiß ich auch mehr oder weniger, was man zu tun hat. Dich erwartet eine große, geheimnisvolle Welt voller Gefahren. Drücke I, um deine Karte zu öffnen und deine Entdeckungen im Auge zu behalten. I, ja. Aber Karte ist doch M. Also warum soll ich I drücken? Verstehe ich nicht. Naja, wurscht. Kommt man hier irgendwo runter? Hier kann man langdüsen. Schauen wir uns doch mal hier kurz ein bisschen die Welt an. Wow, ja, es ist schon echt geil. It is really amazing. Was haben wir denn hier? What is this? Eine Truhe, die können wir öffnen. Und darin ist eine Fackel und eine Bandage. F, alles nehmen. Ah, und jetzt haben wir es automatisch hier unten in der... Ah, krass, wir haben zwei. Jetzt haben wir es automatisch unten hier in der Taskleiste. Oder wie nennt sich das? Ja. Irgendwie so auf jeden Fall. Was ist das hier? Noch eine Fackel. Okay. Dann haben wir halt jetzt einfach mal zwei Fackeln bekommen. Oh, nicht schlecht. Habt ihr das Spiel eigentlich schon gespielt? Wenn ja, dann schreibt mal eure Erfahrungen. Aber bitte nicht spoilern. Das wäre sehr, sehr reizend. Gibt es eigentlich Fallschaden? Muss ich, glaube ich, später mal ausprobieren. Hier ist noch eine Leiter. Wo führt uns die wohl hin? Also ich glaube, von hier sind, wären wir auch auf der anderen Seite runtergekommen. Ah. Plündern, 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 plündern. Explosive Schwarzpulverkugel. Benutze ein Terraforming-Werkzeug oder Sprengstoff, um dir einen Weg durch die Trümmer zu bahnen. Explosive Schwarzpulverkugeln können geworfen werden. Explosive Fässer werden aus der Ferne gezündet. Jetzt kann ich das hier einfach auswählen, oder wie? Okay. Ist das jetzt hier frei? Nee. Nehmen wir es nochmal. Ah, jetzt ist frei. Cool. Und hier haben wir wieder was zum Lesen und eine Truhe. Was haben wir da drin? Ein Beil. Nahkampfwaffe Stufe 1. Macht 11 Schaden. Schnittwucht. Kann ich jetzt noch nicht so viel damit anfangen. 250 maximale Haltbarkeit. Die nehmen wir mal. Haben wir hier sonst irgendwas? Können wir eigentlich solche Fässer? Ah, cool. Was haben wir jetzt? Holzscheite und ein Rezept freigeschaltet. Schild plus 1 mehr. Schauen wir uns das doch mal an. Was haben wir denn jetzt? Wir haben ein Lagerfeuer freigeschaltet. Ein kleines Lagerfeuer, an dem Essen gekocht werden kann, das viele Boni gewährt. Ein großartiger Ort, um sich auszuruhen und zu entspannen. Das könnten wir sogar schon bauen. Ein Schild haben wir freigeschaltet. Dafür brauchen wir Holzscheite und Garn. Und eine Keule, die wir machen können. Dafür brauchen wir Holzscheite, Hammer, aber nur 3 von 6. Lasst uns doch mal hier das Lagerfeuer einfach mal herstellen. Das brauchen wir bestimmt später noch. Fällt da auch? Ah, da kommen auch wieder Holzscheite raus. Okay. Zerdeppern wir das jetzt alles. Beziehungsweise das reicht, glaube ich, oder? Kommt zusammen, wir trinken. Eine Ode der Königin, einst von den Jungen, drei Kinder auf dem Arm, der Becher voll und wenn sie laut dachte, dann hat sie gesungen. Mit in meinem Becher oder füllt ihn mit rum, lieber zu viel Trank als nichts zu tun. Zu wenig geht nicht, also sei es geteilt, trinkt lieber zu viel, auf das ihr verweilt. Okay, ich glaube mit so einem
Gedicht können wir jetzt nicht so viel anfangen. Gehen wir hier wieder zurück. Das kennen wir schon. Wir sind ja von hier gekommen, dann düsen wir runter. Bis jetzt hat mir das noch nichts ausgemacht mit dem Fallschaden. Und hier, glaube ich, brauchen wir wieder eine Fackel. Eine Fackel, die ist schön, schön, schön. Oh, da unten hinten sehe ich auf jeden Fall irgendwas. Das gefällt mir nicht. Was gibt's hier? Hier ist auch wieder etwas zum Lesen. Die Flamme ermöglicht es dir, dem Miasma zu widerstehen. Aber wenn du zu lange verweilst, stirbst du trotzdem. Entkomme, um deine maximale Zeit im Miasma aufzufüllen. Und ich habe wieder eine Fackel bekommen. Brauche ich so viele Fackeln in dem Spiel? Kann ich jetzt hier runter? Ach so, jetzt sind wir im Miasma und jetzt läuft eine Zeit ab. Und so wie ich das richtig verstanden habe, sterben wir, wenn die Zeit abgelaufen ist, oder? Drücke Tabulator, um deine Gegner ins Visier zu nehmen. Drücke Steuerung, um auszuweichen. Ah, Steuerung ist ausweichen. Und Tab ins Visier nehmen. Das klappt irgendwie jetzt aber nicht. Vielleicht müssen wir mal die andere Waffe nehmen. Nö, geht nicht. Okay. Ah, hier ist ja eine. Ah, jetzt hat das mit dem Tab auch funktioniert. Aber ich mag das irgendwie nicht so zu kämpfen. Ah ja, okay. Easy. Easy. Den plündern wir gleich mal. Jetzt können wir Bandage und drei mehr Sachen machen. Und wir haben wieder irgendwas Cooles gelootet. Das gucken wir uns gleich an. Wir sind wieder zwei solche Heinis. Los, geht kaputt. Okay, also das ist gerade noch einfach. Gleiter und mehr unter Werkbank. Miasma-Sporen, Stofffetzen. Ich bin auch so blöd. Ich könnte ja auch... Oh, jetzt habe ich mich verbunden. Okay. Ich könnte ja auch die Fackel einfach anmachen. Kann da hier irgendwas looten? Nee. Wir machen es wieder kaputt. Wir können... Ah, Holzscheite plündern und wieder eine explosive Schwarzpulverkugel. Na gut. Dann würde ich sagen, düsen wir mal hier lang. Und es sieht so aus, als wären wir rausgekommen. Ah, cool. Coolo, coolo. Fällst du, erwachst du an deinem zuletzt besuchten Leuchtfeuer wieder zum Leben. Was haben wir denn jetzt? Hier alles im Inventar. Äste, Miasmasporen, eine seltsame Energie. Im Moment scheint sie noch sehr instabil zu sein, aber vielleicht kann sie gezähmt werden. Stofffetzen können als Kleidung dienen und eben die Holzscheite. Hier haben wir ein rostiges Kurzschwert, das hat 11 Schaden. Was hat denn unser Beil auch 11? Schnitt, Wucht und Miasma. 2 Giftschaden, 2 Schnittschaden, aber das ist noch gesperrt. Na gut. Was sagt denn uns nochmal die Quest? Ah ja, wir müssen eine Basis bauen. Da hinten leuchtet irgendwas rot. Gehen wir mal dahin. Und schauen uns da mal um. Neuer Ort markiert. Die Glutwacht. Können wir das Schwert hier klauen? Nö. Oh, Stufenaufstieg. Stufe 2 bin ich. Cool. Coolo Bambulo. Und ich habe einen Fähigkeitspunkt und habe Garn geplündert. Ein Fähigkeitspunkt. Fähigkeiten. Aha, wir haben 2 Fähigkeitspunkte jetzt bekommen. Die können wir jetzt hier vergeben. Genau, hier steht ja, 2 von 2 braucht man. 1 von 2 braucht man. Aber wir haben ja gesagt, dass ihr mir sagen sollt, was ich am besten skillen soll. Das heißt, probieren wir mal hier so runter zu springen. Ah ja, okay, das hat uns jetzt ein bisschen was abgezogen, aber auch nicht so viel. Was haben wir hier? Stofffetzen. Und was ist das? Wasser. Gibt es eigentlich irgendwo... Haben wir Hunger oder Durst? Sehe ich jetzt noch nicht. Naja, wir werden schon sehen, wenn wir irgendwann umfallen. Was ist dieses rote? Position erreicht. Baue einen Flammenaltar. Beanspruche einen Platz für deine Basis. Wo
Welcher Buchstabe war es noch mehr? Mal Handwerk mit V. Okay, wir brauchen also Steine. Wir können Kleidung herstellen, einen Bogen. Die Keule kannten wir schon und die Bandage. Sollen wir die mal machen oder sparen wir uns die Stofffetzen auf? Ich glaube, wir sparen die uns mal auf Werkbank. Stelle Blöcke und neue Gegenstände her und repariere kaputte Ausrüstung. Die Werkbank kann nur im Gebiet eines Flammenaltars platziert werden. Okili dokili. Das heißt, wir brauchen Steine. Stein, Stein, Steine. Kann man den irgendwie abbauen? Nee. Den kann ich sammeln. Und da sind Schafe? Ups. Hier haben wir einen Pilz und grober Steinblock bei Werkbank. Okay. Okay, okay, okay. Drei Steine. Wie viele haben wir gesagt, brauchen wir? Fünf. Ah, okay. Dann können wir auf jeden Fall den Flammenaltar schon mal bauen. Und der befindet sich hier unten. Ah ja, guckt mal. Das ist ja cool. Jetzt haben wir hier diese rote Linie, wenn ihr die sehen könnt. Und ich glaube, dass das der Baubereich ist, den wir dann aktuell haben. Quest aktualisiert. Beanspruche einen Platz für deine Basis. Du bist nicht allein. Es gibt noch andere Überlebende, die in Krypten der Erbauer schlummern. Erwecke sie, damit sie dich auf deiner Reise unterstützen können. Sei auf der Hut, einer befindet sich ganz in der Nähe, direkt hinter dem Miasma verhüllten Tal. Okay, gut. Weiß jetzt auch nicht, was das zu bedeuten hat. Naja. Flammenaltar. Altarstufe 1. Baugebiet 40x40x40. Altar aufwerten. Zur Stufe 2. Und dann hätten wir ein Baugebiet von 80x80x80. Und wir brauchen dafür eine Miasma-Seele. Sagt mir jetzt irgendwie gar nichts. Dann können wir hier die Flamme stärken. Was bringt denn uns das? Altar-Aktivierungskapazität. Heißt es dann, dass wir tatsächlich mehrere Altäre platzieren können? Oder wie ist das? Miasma-Passierstufe 1 auf 2. Zeit im Miasma haben wir dann 6 Minuten, wenn wir ihn stärken. Oh Gott, da brauchen wir Sachen, die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Okay, na gut. Und hier können wir noch Fähigkeitspunkte zurücksetzen, aber wir haben ja eh noch keine ausgegeben, also ist es ja Wayne. Okay, und jetzt? Was sagt uns denn die Quest? Finde den schlafenden Überlebenden. Reise durch das Miasma. Ich weiß nicht, ob ich da schon so richtig Lust drauf habe. Ich glaube, ich würde mir tatsächlich gerne erstmal so ein kleines Häuschen bauen, weil ich gehört habe, dass das Bausystem in Enshrouded richtig geil sein soll. Deswegen, was mache ich denn da eigentlich? Handwerk. Bauhammer. Hammer der Erbauer. Bla bla bla. Verschiedene Strukturen, um dein Haus errichten kannst. Okay, also was ist mir bekannt von Conan? Da hat man das auch im Laufe der Jahre dazu bekommen. Den haben wir jetzt hier. So, was können wir jetzt machen? Tabulator drücken. Wähle die Form, mit der du etwas bauen möchtest. Wähle das Material, mit dem du etwas bauen möchtest. Und öffne das Untermenü, um aus verschiedenen Formkategorien auszuwählen. Aha, ich sehe schon. Also, Alt sind mehr Formen. Oh, wow. Aha, okay. Was haben wir hier? Das ist eine Tür und eine Treppe. Oh, und es sieht irgendwie so aus, als würde es dunkel werden. Was können wir uns denn noch irgendwie bauen? Holzfäller-Axt, dafür brauchen wir Äste. Wo kriegen wir denn Äste her? Von Bäumen eigentlich, oder? Aber ich habe ja noch keine Axt. Was geht hier? Lila Bären. Pflanzenfaser und Äste. Und jetzt kann ich Garn machen anscheinend. Dann sammeln wir uns doch hier einfach noch mehr Gedöns. Ah ja, nice. Nice, nice. Können wir jetzt schon das Ding herstellen? Holzfäller-Axt. Herstellen. Okay, nee, super. Dann haben wir jetzt zumindest mal eine Axt hergestellt. Und dann lasst uns mal hier so einen Baum fällen. Aha, da ist unser Ausdauerbalken. Okay.
Wow, wenn man so schnell einen Baum fällen könnte, auch in echt. Ja gut, wir haben Kettensägen, das darf man auch nicht vergessen. Jetzt haben wir Holzscheite. Sammeln wir noch ein paar mehr, würde ich sagen. Dass wir uns ein süßes Häuschen bauen können. Aber unsere Ausdauer ist empty. Hm. Was haben wir jetzt? Glühwürmchen, süß. Glühwürmchenlampe bei Werkbank. Was war das hier? Ach, ein Stein. Oh, und dann ein Uhu. Und mir ist kalt. Okay, gucken wir mal. Wie war es mit Alt? Nee, mit Tab. Und dann... Das sieht aus wie ein Fundament. Kann ich kein Material wählen? Stelle Blöcke an der Werkbank her. Ach so. Werkbank. Dafür brauchen wir Garn. 3 Stück. Wir können 2 herstellen. Aber wir hatten doch noch einen, oder? Habe ich nicht vorher irgendwo einen gelootet? Nee, okay. Also Leute, ich würde sagen, dass ich mich dann darum kümmere, dass wir genug Pflanzenfasern haben, genug Äste und so weiter, dass wir auf jeden Fall im nächsten Part dann gleich zu Beginn ein Häuschen bauen können und dann ja vielleicht schon die erste Mission erledigen können. Gucken wir auf jeden Fall mal, was auf uns zukommt. Danke euch fürs Zuschauen und euch einen schönen Abend. Bye!